Hallo zusammen. Auch wenn es mit dem ersten Weltcup-Start noch nicht geklappt hat in Östersund, heißt das natürlich nicht, dass ich auf der Couch liege, sondern trainiere fleißig im Seefeld für meine zweite Chance oder dass ich die nochmal nutzen kann für den Weltcup. Und es sind unfassbar gute Bedingungen. 19 Schneekanonen laufen aktuell, die Sonne scheint und ja, ich nehme euch einfach mal mit heute aufs Training ein bisschen. Heute steht ein bisschen was Anstrengendes auf dem Programm mit Schieben und Beinarbeit und so Sachen und ja, ich nehme euch einfach mit, ihr könnt ein bisschen schauen und ein bisschen das Panorama mitgenießen heute. Es ist heute eine zähe Geschichte, aber noch ein Durchgang und dann ist es geschafft und dann ist der Trainingstag vorbei und bei den Bedingungen ist es echt super gut und schön kalt, schöne feste Bedingung. Noch einmal Stöcke weg, Beinarbeit und dann ist es geschafft. So, ich hoffe, der kleine Einblick ins Training hat euch gefallen. Jetzt heißt warm anpacken, nach Hause fahren und in die Wärme einen heißen Tee trinken, wieder aufwärmen und dann erholen für das nächste Training und ja, ich arbeite fleißig auf meine nächste Weltcup-Chance drauf zu und ja, drückt mir einfach die Daumen, dass es alles klappt und dass wir uns dann im Fernsehen immer wiedersehen. Ciao!